Ein gefährlicher Kampf zwischen einem Monster und einem Hexer, der zu Beginn des Films mitten im Wald gezeigt wird. Das Monster war extrem mächtig und niemand konnte mit ihm konkurrieren. Doch als dieses Monster den Hexer wütend macht, werden seine magischen Fähigkeiten stärker. Seine Augen werden schwarz und nachdem er seine Kräfte eingesetzt hat, tötet er das Monster und reitet es auf seinem Pferd in die Stadt. In der Stadt beauftragt ihn ein Zauberer, ein Mädchen zu töten. Der Hexer bestreitet, sie getötet zu haben und sagt ihm, dass es seine Aufgabe sei. Monster zu töten und Menschen vor den gefährlichen Monstern zu retten und dass er dafür bezahlt wurde. Er teilt ihm mit, dass ich zwar Menschen rette, sie jetzt aber nicht mehr töten kann. Der Zauberer sagt ihm, dass sie sich irren, wenn sie sie für ein gewöhnliches Mädchen halten, weil sie während einer Sonnenfinsternis geboren wurde. Zu dieser Zeit geborene Mädchen sind äußerst gefährlich, da sie Kräfte aus dunklen Welten erlangen. Für jeden erscheinen sie als normale Menschen, aber Menschen in der Öffentlichkeit zu töten ist für sie keine große Sache. Das Mädchen, von dem der Zauberer sprach, er hat solch abscheuliche Gerüchte über sie verbreitet. Der Zauberer hat viele Male versucht, sie zu töten. Dieses Mädchen möchte sich nun an dem Zauberer rächen, indem sie ihn ermordet. Sie hat auch mit dem Hexer über diese Aufgabe gesprochen. Da Witcher ein Kopfgeldjäger ist, tötet er jeden, der Geld nimmt, aber nur Monster, keine Menschen. Das Mädchen und der Hexer verbringen einige Zeit zusammen im Wald, bevor das Mädchen verschwindet, nachdem es den Hexer getäuscht hat. Witcher kommt in der Stadt an, um ihre Suche fortzusetzen. Dort setzt sie einem Jungen ein Messer an den Hals, um den Hexer zu erpressen, damit er ihrer Aufgabe zustimmt. Zwischen ihnen beginnt ein Kampf um die Rettung dieses Kindes. Witcher verfügt über viele Kräfte und ist geschickt darin, Menschen zu töten. Er schlägt Menschen mit seinem Schwert nieder und verletzt andere damit und wirft einen Mann, nachdem er ihm das Schwert in den Hals gesteckt hat. Nachdem er alle getötet hat, trifft er auf dasselbe Mädchen, das ihn gebeten hat, den Zauberer zu töten. Schließlich stirbt das Mädchen im Kampf in seinen Händen. Der Zauberer, der sie durch Witcher töten wollte, war überglücklich, aber der Witcher selbst will das nicht. Nachdem er einen Menschen getötet hat, beginnen Menschen, die den Hexer ohnehin nicht mögen, ihn zu kritisieren. Sie wissen nicht, dass der Hexer einem unschuldigen Jungen das Leben gerettet und gleichzeitig ein gefährliches Mädchen getötet hat. Dadurch bewegt er sich ruhig vorwärts. In der folgenden Szene gibt es eine Geschichte über eine Prinzessin, die von ihren Großeltern aufgezogen wird. Nachdem ihre Eltern als Kind gestorben sind, es ist okay, sie hat bis jetzt ein verschwenderisches Leben geführt. Ihr glückliches Leben verwandelt sich in einen Albtraum, als Nilfgaards, ihre Feinde, sie angreifen. Sintras Königreich wurde aufgrund seiner kleinen Armee besiegt. Die Großmutter, die Königin dieses Palastes, wird kaum in das Schloss gebracht und steht kurz vor dem Tod. Sie fordert sie auf, den Hexer zu finden, bevor sie stirbt. Er ist ihr Ziel. Was das bedeutet, wird später enthüllt. Die Großmutter sprang aus dem Fenster und beendete ihr Leben. Der Prinzessin hingegen gelang auch die Flucht, doch ihre Feinde sahen ihre Flucht. Sie begannen, ihr zu folgen und als sie nun in den Boden eindrang, zeigte die Prinzessin ihre inneren Kräfte. Sie schreit so laut, dass die Erde in zwei Teile spaltet. Dadurch wurden die Feinde getrennt und sie konnte fliehen. Die Szene wechselt zu einem jungen Mädchen namens Yennefer, das an einer Krankheit leidet, die dazu führt, dass ihr Körper seltsam aussieht. Sie kann nicht richtig gehen und ist daher für ihre Familie nutzlos. Ihr Vater verkauft sie für weniger als den Preis eines Schweins an einen Zauberer. Dies bringt sie auf eine Zauberschule, wo Yennefer wegen ihrer Krankheit Magie lernen muss. Sie war keine gute Schülerin, aber die Sehnsucht, etwas zu tun, war nützlich. Niemand hat sie jemals geliebt. Sie galt deshalb immer als minderwertig. Sie muss etwas tun. Eines Tages sieht sie ihren Meister mit ihren Gefährten an einem geheimen Ort. Das konnte die Magie nicht gut ausführen, also warf der Meistermagier sie ins Wasser, nachdem er sie zu Elfen gemacht hatte. Sie sagt Yennefer, dass sie ihre Aufgabe nicht gut erfüllt haben. Jetzt beschränkt sich ihre Aufgabe darauf, die Macht der Schule zu stärken. Sie informiert Yennefer, dass sie etwas haben, das sie vorantreiben wird. Du kannst dieser Welt viel geben. Hier trifft der Hexer auf einen komischen Jungen, der Abenteuer mag. In seinem Leben gibt es nichts außer einem Abenteuer. Also hat er sich dem Hexer angeschlossen und es war auch für ihn ein Abenteuer. Beide treffen auf einen Teufel, der mit seinem Angriff den Hexer wegwirft. Witcher und sein Begleiter wurden von den Elfen gefangen genommen. Menschen haben gegenüber Elfen immer Unrecht getan. Menschen haben viele Elfen getötet, nachdem sie sie gefangen genommen hatten. Ohne zu wissen, dass diese Elfen ihn vor gefährlichen Mächten beschützen. Sie töteten den Hexer, nachdem sie ihn für einen Menschen gehalten hatten. Aber er sagte, ich weiß,
dass Menschen so böse sind, dass sie mich hassen, obwohl ich die Monster wegen ihrer Güte töte. Aus diesem Grund haben sie ihn befreit, ohne ihm großen Schaden zuzufügen. Das bedeutet, dass sie den Hexer nicht getötet haben. Nachdem sein Freund seine vielen Vorzüge erkannt hat, beschließt er, etwas zu tun, damit die Menschen anfangen, diesen netten Hexer zu betrachten. Einen guten, nicht einen bösen. Er komponiert ein Lied für diese Aufgabe und macht es viral. So hat er die Menschen gerettet, nachdem er ihn so getötet hat, viele Elfen. Der Junge weiß, dass auch Menschen keine Elfen mögen, also kann hier eine kleine Lüge ausgesprochen werden. Sein Plan geht auf und die Menschen beginnen ihn nach und nach zu mögen. Jetzt geht der Hexer an einen neuen Ort, an dem ein Monster die Menschen sehr geärgert hat. Dort kämpfte bereits ein berühmter Hexer mit ihm, aber er scheiterte. Nun geht die Hauptfigur, der Held Hexer dieses Films, dorthin. Er möchte die Aufgabe erfüllen, die die Hexer mit ihm nicht erfüllen können. Er wird dem Hexermädchen dieser Stadt vorgestellt, das ihm dabei helfen wird. Der Hexer erfährt, dass das Monster kein gewöhnliches Monster ist. Diejenige, die das Monster zur Welt bringt, ist die Schwester des Königs. Das lag an einem Fluch. Kurz bevor sie starb, sollte ihr ein Baby geboren werden, das durch einen Fluch in ein Monster verwandelt wurde. Als er herausfindet, dass das Baby vom König und seiner Schwester stammte, trifft der König auf den Hexer und bittet ihn, seinen Fluch zu brechen, anstatt dem Monster ein Ende zu setzen. Aufgrund dessen, dass sie sich in ein Monster verwandelte, stimmt der Hexer zu, sagt aber, dass ich dafür eine hohe Summe verlangen werde, um nun den Fluch dieses Mädchens zu beenden. Der Hexer durchsucht und entdeckt, dass die damalige Schwester des Königs von der besonderen Dienerin des Königs gemocht wurde. Er hat sie nicht bekommen. Deshalb verfluchte er die Schwester des Königs und die Person, die das gab. Verfluchte, das kann mit seiner Hilfe zerstört werden. Nun finden der Hexer und sein Begleiter den Weg, den Fluch zu brechen. Schließlich brach er den Fluch des Monsters, indem er eine ganze Nacht lang mit dem Monster kämpfte. Jetzt wird Yennefer gezeigt und sie hat eine Freundin in der Schule, den ersten Menschen in ihrem Leben, der sie liebte und dabei alle ihre Fehler vergaß. Sie verrät ihm alle Geheimnisse und sie hat ihm auch erzählt, dass in ihr das Blut eines Elfen steckt. Das bedeutet, dass sie sowohl eine Elfe als auch ein Mensch ist. Sie hat diese Krankheit, weil sie eine Elfe ist, und dieser Junge betrügt auch Yennefer. Er erzählt seinem Lehrer die Wahrheit über Yennefer, wohin Yennefer als königlicher Zauberer in ein gutes Königreich geschickt werden muss. Aber jetzt, da sie eine halbe Elfe ist und die Menschen Elfen hassen, wurde beschlossen, sie in das böse Königreich zu schicken. Offensichtlich als Zauberer und zu dieser Zeit hat jedes Königreich seinen eigenen Zauberer. Yennefer beendete die Freundschaft mit diesem Jungen, weil er betrogen wurde. Es zeigt sich, dass sie eine vollkommene Zauberin geworden ist. Der Vorteil ist, dass sie sich so schön machen kann, wie sie möchte. Aber um schön zu sein, muss sie darauf verzichten, dass sie niemals Mutter werden kann. Schließlich wird eine hübsche Yennefer gezeigt. Als sie zur Party kommt, übt sie ihre Magie auf einen König aus und damit wählt der König Yennefer zum Zauberer seines Königreichs. Die Szene wird unterbrochen und der Hexer wird gezeigt, der zur Party eines Königreichs gekommen ist. Zu Beginn sahen wir, wie das Königreich Zintra zerstört wurde, aber jetzt ist es in einem guten Zustand zu sehen. Auch die Großmutter sieht jung aus und das Rätsel ist, dass es in der Welt des Hexers nur wenige Zeitlinien gibt. Es ist die Zeitleiste, in der die Enkelin der Großmutter nicht im Königreich geboren wurde. Jetzt ist es wieder die Partyszene und es ist tatsächlich die Party zur Verlobung der Mutter der Prinzessin. Unterdessen trifft der Freund der Mutter der Prinzessin ein, der sie heiraten will und darum bittet, die Verlobung aufzulösen. Doch Großmutter wird wütend, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass ein Mann mit Helm die Verlobung ihrer Tochter ruiniert. Der Helm dieses Mannes nimmt ab und er ist ein Igel, und Großmutter befiehlt, ihn zu töten, als sie ihn sieht. Hier kommt der Hexer herein, um ihn zu retten und sagt allen, dass er ein Mensch ist und aufgrund eines Fluches so aussieht. Das Überraschende war, dass auch Großmutters Tochter diesen Igel liebt. Der Junge sagt, ich rette den König einmal und aufgrund deines Überraschungsgesetzes kann ich um alles bitten. Ich möchte nach ihrer Tochter fragen, aber als die Großmutter das hörte, wollte sie ihn gerade töten, aber ihre Tochter schreit laut. Wie ihre Tochter zu Beginn der Staffel schrie, bedeutet Großmutters Enkelin und Prinzessin des Königreichs Zintra. Alle fallen aus der Ferne, als sie schrie und die Flüche des Jungen brechen ab, als Großmutters Tochter ihn liebevoll küsst. Aus einem Igel verwandelt er sich in einen hübschen Jungen. Und auch die Großmutter stimmt ihrer Hochzeit zu. Der Junge, den der Hexer gerettet hat, sagt, ich sei dir zu Dank verpflichtet, aber im Moment habe ich nichts, was ich dir geben könnte. Gleich danach wird die Szene der Zeitleiste gezeigt, in der Großmutter die Prinzessin bittet, den Hexer herauszufinden. Während sie unterwegs rennt, trifft sie auf einen Jungen, der ihr seine Ratte als Futter gibt. Der Junge ist ein Elf, der sie in einen magischen Wald mitnimmt. Yennefer wird gezeigt, wie sie als königliche Zauberin in ein anderes Königreich zieht. Aber das war nicht so aufregend, wie sie es sich vorgestellt hatte. Unterdessen bringt der König einen magischen Käfer
Käfer mit, um seiner gefährlichen Frau ein Ende zu bereiten. Es war eine gute Situation für Yennefer, da sie die Chance bekam, ihre Magie einzusetzen. Hier sollte sie nicht das Baby der Königin retten, sondern sie retten, aber auch er stirbt am Ende des Kampfes. Sie starben alle, mit wem sie ins Königreich zog, und dieser Job war für sie erledigt. Was konnte sie nun tun? Sie gründet ihr Geschäft, indem sie Geld mit Menschen verdient, indem sie für sie zaubert. Der Hexer wird mit seinem Begleiter gezeigt und sie haben beim Angeln eine Lampe gefunden. Und der Geist, der aus der Lampe kommt, greift den Begleiter des Hexers an. Er bringt ihn zur Behandlung zu Yennefer und sie behandelt den Begleiter des Hexers. Sie möchte jedoch den Geist, der ihn angegriffen hat, einsperren, um ihren Mangel zu beheben, die sie als Gegenleistung dafür erhielt, attraktiv zu sein. Ihr Leben war dabei in Gefahr. Der Hexer bekommt die Chance, seine Wünsche zu erfüllen und nutzt seinen Wunsch, Yennefer zu retten, weil er sie mag. Viele Jahre vergingen und der Hexer traf einen alten Mann, der ihn aufforderte, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Erstens war er nicht an diesem seltsamen Wettbewerb interessiert, bei dem es darum ging, die Drachen zu vernichten. Aber als er Yennefer nach Jahren wieder sieht und er auch an diesem Wettbewerb teilgenommen hat, stimmt er dem Wettbewerb zu. Yennefer will dem Drachen das Herz nehmen und es beenden, womit sie ihren Mangel erfüllen kann, niemals Mutter zu sein. Aber der Hexer sagt, komm schon. Du denkst immer noch wie Kinder und währenddessen gestehen sie, dass sie mögen sich. Am nächsten Tag bilden sie ein Team und machen sich auf den Weg zum Wettbewerb, um den Drachen zu töten. Ihr alter Begleiter, der glaubt, eine Abkürzung zum Drachen zu kennen, bringt sie zu einem schrecklichen Berg. Er stirbt, als er von dort fällt. Und der Hexer sieht, dass der Drache, den sie töten müssen, tot war, bevor in der Zwischenzeit ein goldener Drache im Flug dorthin kommt. Es war kein anderer als der alte Mann, der in Wirklichkeit ein männlicher Drache war. Er schuf dieses Drama, um sein Ei zu retten. Hier weist es dem Hexer die Aufgabe zu, sein Ei zu retten, und Yennefer und der Hexer kämpfen dafür mit anderen. Sie machen einen magischen Kuss, durch den alle Menschen auf magische Weise von dort wegfallen. Und der Drache sagt Yennefer, dass die Dinge, die du gehört hast, dass du dich mit dem Drachenherz versöhnen kannst, falsch sind. Es gibt einen Streit zwischen Yennefer und dem Hexer und sie verlassen einander. Die Szene wird geschnitten und es wird die Anfangsszene gezeigt, in der die Prinzessin spielte. Der Hexer wird dieses Mädchen aufgrund des Gesetzes der Überraschung bekommen. Deshalb bat Großmutter die Prinzessin, den Hexer bei der Suche nach ihm zu begleiten. Der Hexer kommt aufgrund des Gesetzes der Überraschung zu der Prinzessin. Doch Großmutter lässt den Hexer nicht mit der Prinzessin zusammentreffen und sperrt ihn ein. Yennefer kommt zu der Schule, in der sie Magie gelernt hat. Und die Leute reden davon, dass es Nilfgaards Angriff auf das Königreich Zintra geben wird. Dies ist derselbe Schauplatz des Krieges, an dem die Saison begann. Alle Zauberer dieser Schule wollen dem Königreich Zintra nicht helfen. Aber Yennefers Lehrer, der ihr Magie beibrachte und sie auf diese magische Schule brachte, war bereit, dem Königreich Zintra zu helfen. Wir erfahren, dass die Nifelgardianer hinter der Prinzessin standen und sie verfügt daher über eine gewisse Macht. Krieg findet statt. Der Krieg beginnt und das Königreich Zintra verliert. Währenddessen kommt der Hexer aus dem Gefängnis und will die Prinzessin erreichen, während er allein mit dem Volk kämpft. Nach einer Weile halten die Nilfgardianer die Prinzessin fest, aber sie kann aufgrund ihrer Kräfte nicht so leicht gefangen werden, weil die Leute hinter ihr standen. Sie schreit laut, so laut, dass der Ort in Brand gesteckt wird und die Erde anfängt zu beben. Selbst mit ihrem einzigen Schrei sind alle gestorben. Der Hexer, der hinter der Prinzessin stand, sieht, dass Monster einen Mann angegriffen haben. Er ist ein Hexer, dessen Aufgabe es ist, Monster zu vernichten, also ist es seine Pflicht, dem alten Mann zu helfen. Aber das giftige Monster in diesem Kampf beißt ihn. Und um ihn zu retten, bringt ihn der alte Mann, dem er geholfen hat, in seinem Karren zu seinem Haus. Hier sieht er Visionen aus seiner Vergangenheit, als seine Mutter ihn allein ließ, um als Hexer zu arbeiten. Hier Yennefer, der die Nilfgaardianer eigentlich nicht mag und deshalb dem Königreich Zintra hilft. Und sie hat sich vielen anderen Zauberern angeschlossen. Jeder Zauberer hat die Macht, mit jeweils 50 Leuten allein zu kämpfen. Nun wird ein Kampf zwischen Nilfgaards und den guten Magiern gezeigt. Die bösen Magier von Nilfgaards haben Kräfte und es war eine schwere Zeit für alle guten Helden, weil sie verloren gingen. Yennefer akzeptiert ihre Niederlage nicht, nimmt Feuer aus einer brennenden Burg und vernichtet alle ihre Feinde. Die Prinzessin, die alle Menschen verbrannt hat, wird nach all dieser Magie ohnmächtig. Eine Dame hilft ihr und nimmt sie mit nach Hause. Die Prinzessin will dort nicht bleiben und entkommt, nachdem sie wieder zur Besinnung gekommen ist. In der Zwischenzeit kommt der Mann mit dem Hexer zu dem Haus, in dem die Prinzessin war. Eigentlich waren die Dame, die der Prinzessin half, und der Mann, der den Hexer hierher brachte, ein Paar.
Als seine Frau ihm von der Prinzessin erzählt, der sie geholfen hat, dass sie in den Wald gezogen ist und der Hexer in den Wald zieht, nachdem er sie gehört hat, findet er hier endlich die Prinzessin. Das bedeutet, dass beide ihr Ziel erreicht haben, wie die Großmutter der Prinzessin zu Beginn der Staffel sagte, um Witcher zu finden, und er ist ihr Ziel. Die Prinzessin sieht eine Vision und fragt Witcher nach Yennefer. Sie starb aufgrund von Magie. Und schließlich endet die Staffel mit dem Geheimnis, in welcher Beziehung der Hexer zur Prinzessin steht.